Zeichen von der Woche. Der geht einfach nur oben mit einem Schritt, ist auch da oder was. Aber ich finde das schade, dass man nicht schnell schleichen kann. Oder zumindest ein Stückchen schneller schleichen kann. Das wäre irgendwie schön. Okay, hier ist es erstmal wahrscheinlich nichts. Denke ich zumindest. Hoffe ich zumindest.
Na geil, und ich? Ernsthaft jetzt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Spiel an bestimmten Stellen so sagt, jetzt kannst du einen kleinen Pups weiter springen, als du eigentlich könntest. Das ist schon wie über so komische. Hat der jetzt rein auf Weg gefangen, oder? Und da oben ist ja irgendwas zu drin. Noch ein Buch, glaube ich, oder? Stecken kann, ist echt faszinierend. Was ich auch schade finde, ist, dass man nicht selber abspeichern kann. Ist der Zoom, ist das gelb? Ich bin Farben, wenn ich das sehen kann. Ist hier auch vollkommen unauffällig in so einer Wildnis zu verstecken. Okay, das Spiel ist immer der eins von vorne. Dem kann scheinbar. Okay. Man muss scheinbar sich ein bisschen. Siehst du, das kommt jetzt vom Helm. Hätte ich mal den anderen aufgefallen. Voll die geile Verstecker. Was ist denn jetzt hier? Ich
voll die geile Versteckerposition. Da wird man von seinem Spielcharakter-Kollegen ins Bild geschoben, wenn man da schießt. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, dass das für ihn voll gut ist. Sehr komische Segen hier, möchte ich sagen. So, zack, durch, Spielsende. Oh, wir können Titanic nachspielen. Okay, das kann man jetzt machen. Das war sehr cool, wa? Man kann nicht steuern, man kann nicht aufstehen, man kann einfach nur so ein bisschen gucken, oder? Surfen, surfen. Vielen Dank, dass Sie Little Nightmares 2 gespielt haben. Wir sehen uns bald wieder. Schönen Tag noch. Oh, Flaschenpost. Sammelst du ein? Ich komme nicht ran. Gut, dann sammle ich nicht ein. Da ist eine Boje hinten rechts im Hintergrund und ein Fernseher. Ich frage mich gerade, Fernsehbilder, die alten waren ja auch cool. War ja Baku. Könnten die deswegen schwimmen? Durch die Luft? Das ist ja keine Luft mehr. Wieso schwimmen die Dinger? Hat jemand auch zufälligerweise einen alten Fernseher, das müssen wir noch austesten. Weil das da hinten ist auch so eine Boje, das heißt, wir sind hier irgendwas mit. Das ist doch so ein Scheißschiffszug, oder? Aus dem ersten Teil des. Yeah.
Ich werde jetzt hier noch mehr einsammeln, oder wie das ist. Wo ist der Böse? Nee. Okay. Dann absolviert ihn einfach. Ist das das Ziel? Das Spiel hat ja auch irgendwie kein Ziel, oder? Der erste Teil hatte schon wirklich irgendwie ein Ziel. Das war einfach nur sehr schräg. Das wird wieder gespeichert. Okay. Hört auf mich zu erschrecken, was soll das? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll, irgendwie voll irreal, oder? So teils wahr, teils nicht wahr, also vorstellbar wahr. Irgendwas ist doch hier passiert, oder? Ist da irgendwas? Im ersten Teil haben die doch auch, was war das denn noch? Haben die auch Menschen zerlegt oder haben die Kinder zerlegt? Irgendwas war doch da im ersten Teil. Und hier sind überall jetzt so Klamotten, wo nichts mehr drin ist. Haben die eine neue Maschine erfunden, die so praktisch rauslutschen aus den Klamotten, die einfach liegen bleiben dann? Das ist zumindest sehr, sehr merkwürdig. Weil ich finde, das Miese ist einfach, dass du jeden Augenblick denkst, es passiert irgendwas und es passiert einfach nichts und so im nächsten Augenblick, aber wo du nicht mehr dann denkst, da passiert es dann. Da kommt man hier hoch, da ist er doch bestimmt jetzt hallo. Warte, ich versuche mal den Fernseher besser irgendwie. Ja, gleich, ich muss mal hier den Fernseher testen. Okay. Hier weiter. Ja, ich komme ja schon. Komm, ach, zack, zack. Ja. So, jetzt muss ich da ziehen. Wenn ich da jetzt nicht richtig greife, dann auch wiedersehen. Obwohl, nee, wahrscheinlich wäre ich jetzt runtergezogen, der Fernseher ist das Gegengewicht. Ich habe es gewonnen. Tschüss. Das war, glaube ich, nicht hingeschwungen. Die Save Points haben sie eigentlich auch so relativ fair gesetzt, finde ich. Dann nochmal schubsen. Wir schwingen. Und schwingen nach links. Und wir schwingen nach rechts. Und wir schwingen wieder nach links. Nach rechts. Und wieder nach links. Wir müssen nach links schwingen. Noch ein bisschen mehr Anschwung diesmal. Und jetzt aber. Ja. Da hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Also wir können da hoch, aber das bringt uns, glaube ich, nichts. Ja, ich komme da schon. Ja, bleibt doch mal chillig, manchmal hier fast. Ah, jetzt sind wir hier unten wieder. Genau. Ah. Ah, jetzt ist der wieder von der anderen Seite und dann können wir darüber hopsen. Würde ich sagen. Jetzt ist hier wieder Safe Point. So ist das. So ist das so schön. Moment, ich komme. Wir fallen runter. Man muss scheinbar ein bisschen warten, bis der andere Teil da bereit ist. Seht ihr das? Wenn der da bereit ist, dann springt der echt ein Stück weiter, als wenn der nicht da wäre. Also springt ein ganzes Stückchen weiter. Irgendwo sind wir. Wir springen einfach hier rüber. Wir springen. So schwer ist das gar nicht gewesen jetzt. Wieder ein
einen Safe Point. Ich höre schon hier irgendwas. Heute. Okay, das war komisch, würde ich sagen. Speichern. Ist eigentlich schön, dass ja oft nichts passiert. So, schön. Ziehen wahrscheinlich. Es passiert lange nichts. Und dann wieder doch. Also beides zur selben Zeit. Okay, wir spielen jetzt einen Teil aus. Die Show hier steht, oder? Und wenn wir nach da hinten wollen, wäre es vielleicht sinnvoll. Ach nee. So. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ach nee. Guck mal, manchmal muss es auch gar keinen Sinn haben, einfach nur zum Spielen zur Ablenkung und da ist einfach ein Seil, wo wir klettern können. Machen wir das doch so. Ist doch viel einfacher. Ich dachte jetzt so von wegen irgendwas auslügen, was auf die Lippe rauffällt. Und wir werden dann da so katapultiert, aber. Viel zu komplizierte Dachmatrix. Guck mal, so ganz kleine Schuhe. Ganz, ganz kleine Schuhe. Und ein rauchender Müller. Okay. Das heißt, wenn das da jetzt alles so ist, dann ist noch jemand hier zu Hause und so. Kennt ihr so Horrorfilme, wo man so Bilderrahmen hat, wo man durchgucken kann von hinten? Genau so ein Bild ist das. Oder sind einfach nur die Augen ausgestochen? Man weiß es noch nicht. Pass auf. Okay. Alter, guck mal, da oben rechts die Puppe an, da voll aufgespießt auf so irgendwas. Auch was mit. Komm, wir gehen spielen.
gerade den Affenkopf da gesehen? Vor mir der Gabelkopf. Oh Mann. Also irgendein. So muss ja der Schalter auch haben. Ich nehme erstmal einen Ball mit. Vielleicht brauchen wir den noch. Seht ihr? Wieder jetzt. Ich wollte jetzt den eventuell da durchwerfen, durch das Bild durch. Hat mir so eine Scheiße gedacht. Es hat echt einen Vorteil, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat, weil dann hat man so ungefähr eine Ahnung. Stehen, wie kommen die da hin? Weil möchte ich das wirklich wissen? Nein. Aber scheinbar bleibt man jetzt die ganze Zeit zu zweit. Da ist man zumindest nicht ganz so alleine, wenn man stirbt. Das war glaube ich, welches Spiel war es dann noch? Auch in irgendeinem Spiel, wo der zweite Teil war, war man dann auch zu zweit unterwegs. Das war auch mal ein Spiel, das war. Da kann man da drehen. Man bleibt einfach an jedem Kack hängen, wo man denkt, da kann man was machen. Kann man aber nicht. Aber jetzt. Genau, macht ruhig ordentlich Krach. Dann hopps da rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so passiert. Flackerndes Licht im dunklen Raum ist nie gut. Egal welches Spiel das ist, es ist nie gut. Was habe ich gesagt? Irgendein Scheiß passiert doch jetzt wieder hier.